Die Korrektur der Altersdichtigkeit mit dem Laser ist hochindividuell. Deswegen müssen wir bei jedem Patienten prüfen, ob man dafür geeignet ist. Das heißt, wir können dem Patienten die unterschiedlichen Korrekturen simulieren und wir können dementsprechend auch das Sehen einstellen. Das bedeutet, ein Patient braucht eine etwas bessere Ferne und den Zwischenbereich für den PC und der andere Patient braucht eine perfekte Nähe und daraus resultiert, dass die Ferne ein bisschen schlechter ist. Das können wir alles individuell simulieren und letztendlich gibt der Patient uns die Antwort, welche Lösung für ihn die beste ist.